1600 Euro Jacke von Moncler hat der Boy mit 14 Jahren an. Man sieht bei dir eine Prada-Weste, eine Louis-Tasche. Yeah. Deine Jacke von Dior. Yeah. Auch das T-Shirt von der Adidas. Auch. Ja, das ist auch original. Okay. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marm. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Heute mal nach langer Zeit wieder mal ein Fake or Real Klamottencheck, Leute. Wir haben auf jeden Fall mir voll Szenen gesammelt. By the way, ich trage, glaube ich, in jeder Szene eine unterschiedliche, ja, ein unterschiedliches Outfit, weil jedes Video wurde an einem unterschiedlichen Tag gedreht. Da, ich weiß nicht, in Hamburg irgendwie sind die Jugendlichen auf einmal nicht mehr da. Also es gibt irgendwie gefühlt keine Jugendlichen mehr, die man befragen kann. Deswegen hat es mich sehr viel Zeit gekostet, dieses Format hier heute zu drehen. Mich würde es an der Stelle sehr freuen, Leute, wenn ihr mich da unterstützt und einfach dem Video ein Like da lässt, falls es euch gefallen hat. Ich wünsche euch daher auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Let's go. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Ich heiße Wissam, Bruder. Wie geht's dir? Gut, bei dir? Auch sehr, sehr gut. Brudi, wie geht's? Was läuft so heute bei dir? Also du bist ja am Hamburger Jungfernstieg. Ja. Und chillst hier so? Was machst du hier? Ja, Bruder, nichts chillen. Danach, wir warten auf Kollegen und so. Okay, was steht bei dir noch so? Bist du noch heute auf dem Plan? Nichts Besonderes. So. Ah, chillen, ne? Ja. Okay, okay. Bro, wir sind hier so Mode. Kanal, weißt du, wir sind so ein bisschen Fashion-Enthusiasten, so, weißt du? Und wir haben so deine Jacke, ich sehe so deine Jacke von Dior, so, und ich denke mir so, ey, okay, die ist cool, so, weißt du? Danke. Was bezahlt man für so eine Jacke und wie macht man sowas? Oder ich bin dir so ehrlich, das ist nicht original, das ist 1:1, so. Ich habe von einer Seite auf Insta bekommen, also gekauft. Ja, ich habe die für die so 100 Euro bezahlt. 100 Euro, okay, okay. Finde ich sehr, sehr gut, dass du es zugibst, denn du bist bei Factory Klamottencheck. Wir checken einfach nur, ob du die Wahrheit sagst. Check, fühle ich, dass du die Wahrheit sagst, Digga, finde ich gut. Was hältst du so von Personen, die so, voll, so in die Kamera lügen und sagen, ey, Bro, it's real, Digga, das, ich trage das hier, ich habe 1000 Euro ausgegeben, obwohl das nicht stimmt. Guck mal, jeden seins, ne? Jeder kann sagen, was er will. Also es gibt viele, die lügen so, ne? Mhm. Aber für mich so, ich trage, was ich mag, so, was mir jetzt gefällt. Hauptsache ist, verdeckt mein Körper, ist was Warmes, so. Ja. Verstehe schon, was du meinst. Ja, aber man muss auch sagen, für 100 Euro eigentlich schon ein teurer Fake, ne, so? Ja, also die habe ich auch mit einer Stone Island Mütze geholt. Also die ist zusammen. Auch 1:1. Okay, also zusammen hast du für beides 100 Euro bezahlt. Okay, okay. Ja, danke, Bro, dass du mitgemacht hast. Willst du vielleicht noch irgendwas in die Kamera sagen? Nix, Bruder. Was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Wer ist du? Mir geht's gut, ich heiße Temuji. Temuji, Digga, was läuft, Digga? Was machst du gerade in der Stadt? Gar nichts, bisschen rumgucken, Altshaus. Bisschen rumgucken, Altshaus, chillen und so. Ja. Wer bist du? 14. 14. Bro, also was mir bei dir aufgefallen ist, ne? Du trägst eine ganz schön teure Jacke mit 14. Ja. Wie kommt das zustande, Bro? Ich weiß nicht. Haben meine Eltern mir ermöglicht. Okay. Ja. Was kostet so eine Jacke von Moncler? 1600 hat die gekostet. Oha, 1600 Euro Jacke von Moncler hat der Boy mit 14 Jahren an. Ist das irgendwie so ein besonderes Gefühl, so eine Jacke zu tragen? Ja, so. Ich wollte immer so eine Jacke haben und dann dieses Jahr wollte ich unbedingt eine haben, bin ich mit meinen Eltern einfach reingegangen, hab mir eine geholt. Stabil, Digga, das ist stabil. Die ist auch 100% original. Ja, ist kann, echt. Kann man das hier so beweisen? Kannst du das irgendwie beweisen? Weil ich meine, mit 14 ist es so, ja. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Du weißt schon mal, ne? Du weißt es am besten. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beweisen soll, irgendwie. Weißt du, wie man das macht, irgendwie? Das ist deine Jacke, Digga, ich weiß. Also ich, wenn ich mir die so anschaue, sieht sie eigentlich, ja, clean aus. Und ich bin euch ehrlich, auch hier vom Fell, von den ganzen Details, Applikationen hier. Ich weiß nicht, ja, ist hier irgendwie so ein QR-Code drin oder so? Ja, du, ehrlicherweise schon. Hast du irgendwie so eine Online-Rechnung oder sowas davon? Nein, meine Mutter bewahrt alles auf, falls man irgendwas schief geht mit der Jacke oder so, damit man direkt eingehen kann. Ja, smart, smart. So ist auch richtig, dass die Mutter das macht. Ja, also von mir ist die erstmal improved. Wir checken die auf jeden Fall nochmal ab, aber ich bin der Meinung, denke ich mal, dass die auch real ist. Ist es für dich was Besonderes, so für dein, also so mit so einer teuren Jacke rumzulaufen? Oder hast du mehrere Kleidungsstücke, die so teuer sind und für dich ist es schon aktuell normal oder wie ist es so bei dir? Es ist nicht normal, so. Es ist immer besonders, so teure Sachen zu tragen, aber ich habe ja mehrere teure Sachen so. Deswegen wird es langsam normaler, aber man muss immer aufpassen, so was du machst mit der Jacke und so. Mhm. Nicht irgendwo gegenlehnen und so. Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man wirklich aufpassen. Ich meine, der Stoff ist recht dünn. Und was für teure Kleidungsstücke besitzt du so noch?
Jordan 1er Mokka, Jordan 4er Metallic Red und der Plug gekauft alles. Ja. D-Squad-Hosen, sowas. D-Squad, okay, du bist stabil am Start. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sollte man mit 14 so eine teure Jacke tragen oder nicht? Wie reagieren so deine Schüler so mit, also Mitschüler, Mitmenschen drauf? Ich gehe damit gar nicht in die Schule rein, so, weil viele machen Auge. Ich gehe lieber mit so einer normalen Nike-Jacke rein, so. Okay, das fühle ich aber. So. Das fühle ich, was er gerade gesagt hat. Das fühle ich. Ja, ey, danke dir. Sympathischer Boy. Möchtest du noch was in die Kamera sagen? Na, ist gut. Super. Okay, was geht ab, Bro? Wer heißt du? Hallo, ich bin Mathis, ich komme aus Linde. Danke. Mathis, Digga, was läuft bei dir, Digga? Was hast du heute gemacht? Lacoste, neuen Jogginganzug. Also, ich wollte halt eigentlich neue T1s kaufen, aber dachte ich mir jetzt, also da waren nur Standards bei Footlocker, okay. Die weißen zum Beispiel in meiner Größe. Und das habe ich mir einen Lacoste-Anzug geholt. Ganz entspannt. Entspannt. Ja, man sieht 187-Fan. Ja, normal, Hamburg 187. Ich feiere die Jungs. Ja, genau. Stabil. Was mir aber so noch oft bei dir auffällt, ist ja so der Stil. Man sieht bei dir eine Prada-Weste, eine Louis-Tasche. Ja. Was zahlt man so für die Sachen? Also die sind jetzt fake, beide Sachen. Okay. Also früher dachte ich mir auch so, ich kaufe keine Fake. So. Ja. Aber es hat sich jetzt eigentlich geändert. Eigentlich ist mir das egal, so deshalb. Sage ich auch offen, ich sage nicht, dass es real ist und so. Deshalb. Ja, das finde ich gut auf jeden Fall, denn du bist hier bei Fake or Reclaim On Check. Ah, perfekt. So, Digga, du hast den Test bestanden, sehr Digga. Gut. Sehr stark. Was ist so deine Meinung über das Thema? Du sagst dir selber, eigentlich hättest du früher nicht gedacht, dass du früher auch so original Gucci und alles gekauft, voll viel Geld verschwendet. Wo ich mir jetzt so denke, dafür hätte ich mir jetzt auch so Fake-Klamotten mehr kaufen können. Okay. Und deshalb, und wenn das nicht so doller Flex ist und hier überall Prada steht, finde ich das eigentlich okay. Deshalb. Okay. Also findest du das so legitim, das so zu tragen? Also ich sag mal so, ich find's cool, dass du auf jeden Fall die Wahrheit sagst. Ja. Das ist auf jeden Fall top. Was hältst du so von Leuten, die so blenden dann? Ah, Blender. Also ist halt deren Sache, aber finde ich halt nicht so cool. Manchen erkennt man das auch obviously, dass es halt fake ist. Deshalb, aber es ist halt deren Entscheidung, ob sie jetzt sagen, ob es real ist oder nicht. Auf jeden Fall. Aber ich finde, ich sollte jetzt nicht lügen, dass ich Fake trage. Ich schäme mich dafür auch nicht. Super, das ist doch das Wichtigste. Genau. Ja, Mathis, Digga, sehr sympathischen Eindruck hinterlassen. Danke dir. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Folgt mir auf Instagram, VVS Mathis. Und ja, genau. Okay, danke, das war's, Bro. Was geht ab, Brudi? Wer ist du? Ich heiße Kirill. Digga, was läuft, Digga? Auch bei dir einmal jetzt hier den Check, ne? Ja, Mann. Was machst du so? Ja, ein bisschen chillen, mit ihm einkaufen und so. Mit Mathis hier von gerade eben. Ja, wie sieht's bei dir aus, Bro? Wie stehst du so zum Thema Fake-Klamotten? Ich meine, bei dir müssen wir das jetzt nicht machen. Du warst gerade daneben, hast alles zugehört. Genau. Wie sieht's bei dir aus? Also ist bei dir was real, was original? Die Jacke ist fake. Okay. Sonst alles Ori. Auch das T-Shirt von Adidas? Ja, das ist auch original. Okay. Was hast du da so für eine Meinung so über das Thema gefälschte Klamotten? Jeder kann eigentlich kaufen, was er will. Ich kaufe viel Fake, aber mir ist es eigentlich auch egal. Okay. Hast du dir schon mal so über das Thema so aus der Sicht der Marken so gedacht, wie es für die ist? Also sprich so eine Moncler-Jacke, sagen wir aus der Sicht von Moncler. Ja. So, dass man, du trägst eine gefälschte, ein Duplikat, was diese Marke, sag ich mal, schadet. Was hältst du so über dieses Thema? Ich weiß ehrlich nicht, Mann. Das juckt dich ein Scheißdreck, Das juckt mich nicht, Mann. Das juckt dich nicht, Mann. Ein bisschen. Danke dir, Bro, trotzdem. Ja. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, folgt mir auf Insta, Kirill-Hamburg. So, Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Szenen am Start gehabt. Schreibt mal eure Meinung zu den Meinungen von den Personen in die Kommentare. Das war's schon, Leute. Mich würde es, wie gesagt, freuen. Wenn ihr dem Video ein Like da lasst, es war diesmal sehr mühevoll und anspruchsvoll, dieses Video zu drehen, Leute. Lasst gerne ein Like da oder ein Kommi, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.